So, hallo, wir sind hier bei der Firma Hinterher. Das ist eine total geile Tüftlerfirma, die beim Thema Lastenräder vorangeht. Alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann im städtischen Verkehr, zusammenbaut, zusammentüftelt und jetzt auch einen Markt vorfindet, wo immer mehr Menschen sagen, wir wollen eine andere Mobilität haben, gerade in der Stadt, aber natürlich auch in den ländlichen Räumen und überall, wo es geht. Das Fahrrad muss voran, das Lastenfahrrad muss nach vorne. Ja, dem kann ich mich anschließen. Es sind super Ideen, es sind sehr praktikable Konzepte. Woran es fehlt, ist natürlich, dass die Stadt und die Städte dafür sorgen müssen, dass das auch auf die Straße kommt und auch die Sicherheit gewährleistet ist und dass die Menschen mehr Nutzen von dieser Mobilität haben. Das Gute ist, man kann das nutzen mit einem ganz normalen Fahrrad oder gar mit dem Pedelec. Kann das einfach anhängen und kann das nutzen, um kleine Lasten zu transportieren, privat. Man kann es aber auch nutzen, um beispielsweise Zulieferverkehr überall dort, wo es Lärmschutzgründen oder weil die Innenstadt gesperrt ist für den Autoverkehr, Güter entsprechend transportiert werden können. Den Lastwagen wird es nicht ersetzen, aber alles drunter, da geht viel damit und das finde ich toll.